Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale. Und heute starten wir rein mit der nächsten Episode unserer FIFA 23 Karriere mit Hannover 96. Einige sehr, sehr wichtige Fragen stehen hier an. Da habt ihr mir unter der letzten Folge gutes Feedback gegeben. Vielen Dank da an jeden Einzelnen. Ich habe die Spieler, die ihr mir vorgeschlagen habt, auch schon auf die Transferliste gepackt. Die ist sowieso schon relativ voll, aber die sind auf jeden Fall da irgendwo mit drauf und werden gerade gescoutet. Und dazu kommen natürlich noch ein paar andere Entscheidungen. Die können wir uns hier jetzt angucken. Frage ist ja, was wir mit den Torhütern machen. Die meisten waren dafür, dass wir Wagner hier nochmal eine halbe Saison mindestens verleihen und Iwusic zumindest ein halbes Jahr internationales Geschäft geben, weil es einfach eine geile Story auch ist, natürlich von den freien Spielern, wo wir ihn herhaben. Auch nur, weil Zieler sich verletzt hat, hier mittlerweile zu unserer klaren Nummer 1 seit Jahren. Und jetzt hier dann eben auch die Europa League dann für ihn das erste Mal. Und natürlich heißt es für uns aber auch, wir werden mit ihm einmal den Vertrag verlängern. Das hat er sich einfach verdient, solange wie er jetzt schon bei uns ist. Na gut, da muss ich jetzt nochmal rein. Also Freigabesumme will ich ihm nicht geben, aber dann werden wir, denke ich, mit ihm verlängern. So ist es hier. Wir einigen uns und somit verlängert Iwusic. Was unsere Problemfälle angeht wie Nusa oder Krüger, da seid ihr euch noch nicht so richtig einig geworden, muss man sagen. Wir gucken einfach mal, was reinkommt. Eventuell verkaufen wir sie, wenn was Gutes reinkommt. Eventuell behalten wir sie. Eventuell stellen wir auch das System ein bisschen um. Da gucken wir jetzt einfach mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Ein verdienter Spieler verlässt uns hier jetzt erstmal. Kerk war abzusehen. Hat sich einfach natürlich nicht mehr so weiterentwickelt. Ist jetzt auch schon im höheren Fußballeralter. Denke, für ihn und für uns der nächste richtige Schritt. Umtriebige Zeiten stehen hier gerade an. Aber erstmal geht es hier für uns ins erste Vorbereitungsspiel. Und zwar gegen Bologna. Ich denke, das können wir schnell simulieren. So richtig wichtig ist der Vorbereitungsdings ja hier nicht. 1:1, Matanovic, kann ich erstmal mitleben. Da wir kurz davor standen, keinen Ersatztorhüter mehr zu haben, haben wir jetzt hier mal einen verpflichtet. Und zwar von den freien Spielern kommt Buschi zu uns. 17 Jahre alt, deutscher Torhüter natürlich. Gutes Talent, 17, wie gesagt, 71er Gesamtstärke. Ich denke, für eine Nummer 2 auf jeden Fall genau richtig. In der Zwischenzeit ist es hier passiert, wir haben ein Angebot bekommen für Antonio Nusa. Das werden wir verhandeln mit Sporting. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich denke aber, dass wir auf jeden Fall unter 60 Millionen möchte ich ihn eigentlich nicht verkaufen. Ein Talent schließt sich uns dann hier aber auch noch an. Jamal Said kommt von den freien Spielern, 18-jähriger Algerier, eventuell der Regent von Mares, könnte sein. Denke aber für uns auf jeden Fall ein gutes Talent. Ich würde vermuten, nicht der Regen von Marius, denn er hat einfach Potenzial, was Besonderes zu werden. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Spiel Nummer 2 im Vorbereitungsturnier hier gegen Brentford. Das Ding simulieren wir auch und verlieren mit 2:1. Scholz mit einem Treffer. Ja, aber Vorbereitungsturnier bisher noch nicht überragend von uns. Aber wie gesagt, das ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Die Leihe von Wagner ist nach dem Spiel dann jetzt auch durch. Es geht für ihn 12 Monate zu Olympique Lyon. Wir werden ihn dann aber natürlich eventuell zurückholen. Nach einem halben Jahr, je nachdem wie er sich entwickelt. Ansonsten halt nach einem Jahr und dann ist er Stammtorhüter bei uns. Unseren vierten Neuzugang in dieser Saison tätigen wir hier. Ricardo Pepi kommt vom FC Augsburg. Die sind abgestiegen, sind also ein Zweitligist. Pepi damit deutlich, deutlich zu gut für sie und für sie einfach in der zweiten Liga nicht zu halten. Bei uns kann er europäisch stabilen. Denke für beide Seiten ein sehr, sehr guter Deal und für uns halt auch nochmal ein Upgrade zu Jovanovic, aber auch kein so krasses. Also die beiden werden im Laufe der Saison durchaus, denke ich, um die Position konkurrieren. Und da sein Vertrag ausläuft, machen wir hier auch noch ein richtiges Schnäppchen, zahlen gerade einmal 18 Millionen Euro. Das gibt uns natürlich wieder mal ein klares A. Und natürlich auch mit einer 79er Gesamtstärke. Oh, sogar 80er Gesamtstärke. Hat er sich nochmal verbessert? Nee, okay, jetzt ist wieder nur 79, wollte gerade sagen. Aber ja, auf jeden Fall, da kann man sagen, haben wir ein richtiges Schnäppchen gemacht. Nach dem geradigen Transfer könnten wir hier noch mehr machen. Auf den freien Spielermarkt gibt es richtig gute Spieler. Maxime Bernard hier, 18 Jahre Belgier, linker Flügel. Ich gehe mal davon aus, dass das der Regen von Eden Hazard ist. Geiler Spieler. Vielleicht noch ein bisschen geiler, Raphael Marin, ein rechter Flügelspieler. Eventuell Regen von Messi, könnte ich mir zumindest vorstellen. Zumindest auch vom Spielertyp her sehr, sehr ähnlich. Beides super interessant. Ich möchte es aber mit diesen freien Spielern immer nicht übertreiben. Und die beiden jetzt zu holen, ja, würden wir halt verleihen. In ein paar Jahren werden sie Stammspieler, ja. Aber weiß nicht, ob wir dann nicht lieber auf unsere eigenen Talente aus der eigenen Jugend jetzt setzen, als immer nur die freien Spieler zu verpflichten. Das ist ja schon ein bisschen langweilig auf Dauer. Im dritten Spiel im Vorbereitungsturnier darf dann Ricardo Pepi das erste Mal von Anfang an dran. Wir spielen gegen Everton, verlieren auch hier relativ klar. Aber Pepi macht immerhin seinen ersten Treffer.
Bezüglich eines Verkaufes von Nusa einigen wir uns jetzt hier auf 80,4 Millionen Euro. Das nehmen wir an. Er hat eine nicht wirklich gute Saison, man könnte auch sagen katastrophale Saison gespielt. Wenn wir dafür so viel Geld kriegen, dann lassen wir ihn gehen. Und der Wechsel ist dann jetzt hier auch offiziell durch. Während wir fleißig auf dem Transfermarkt sind, sind auch unsere Scouts fleißig. Samu Niemi hier aus Finnland, richtig gutes Talent, den nehmen wir unter Vertrag. Eine Position, auf der ich auf jeden Fall noch was machen wollte, ist die Rechtsverteidigerposition. Und da verpflichten wir Neco Williams, vorgeschlagen von einem von euch in den Kommentaren. Fand ich einen sehr, sehr geilen Vorschlag. Wir holen ihn hier, zahlen 13,5 Millionen Euro plus Jeremy Toljan obendrauf. Ich denke, für uns ein guter Deal. Jawohl. Toljan, na klar, wirklich guter Spieler bei uns, auch lange, lange verdienter, da muss man sagen, verdienter Spieler bei uns. Aber ja, Neco Williams ist einfach um eine Gesamtstärke besser und dazu halt auch noch mit Potenzial ausgestattet. Dementsprechend für uns natürlich der perfekte Mann. Dann bin ich mit unserem Kader aber soweit auch ziemlich zufrieden. Die erste Mannschaft sieht sehr, sehr stark aus, auch so, dass man sagt, sie kann die europäischen Ziele, die wir durchaus haben, natürlich auch angehen. Auf der anderen Seite, ja, ein Flügelspieler, das wäre vielleicht noch eine Sache, die wir durchaus gebrauchen könnten noch. Also klar, wir haben Scholz, der kann das genauso spielen. Krüger könnte man da sicherlich auch nach außen ziehen. Ein Pepi könnte da auch spielen eventuell. Aber ich glaube, es wäre schon nicht schlecht, hier auf der Bank noch einen Flügelspieler zu haben. Aber ansonsten sind wir top besetzt. Ich würde sagen, wir starten dann aber erstmal rein mit dem ersten Saisonspiel. Da bin ich auf jeden Fall gehypt drauf. Natürlich auch auf unsere Neuzugänge, auf auch ein Talent wie Scholz, der heute in der Startformation spielt. Das wird ein sehr, sehr interessantes Match. Unser Gegner ist allerdings nicht der allerschwerste, was natürlich gut für uns ist. Unser Gegner hier ist nämlich der FC Schalke 04. Die dürften vermutlich eher im Abstiegskampf zu finden sein. Das heißt, wir gehen hier klar als Favorit rein und wollen auf jeden Fall die 3 Punkte zum Start der Saison holen. Dürfen die natürlich aber auch nicht unterschätzen und noch nicht, ja, müssen auch aus unserem Sommerschlaf so ein bisschen rauskommen erstmal. Aufstellungstechnisch sehen wir hier heute direkt ein paar Neuzugänge. Williams rechts, Stach auf der 6. Da hat sich nichts geändert. Scholz hier auf der 10 kann man als halben Neuzugang, denke ich, werten. Und Pepi heute im Sturm. Ich bin gespannt, was die Spieler machen können. Gerade so ein Williams und so ein Scholz sind noch nicht ganz eingespielt, haben noch nicht ganz die Matchfitness, werden hier heute aber direkt ins kalte Wasser geworfen. Da gucken wir mal, was sie können. Bei Schalke sind wir hier auch eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Aber klar ist auch, die dürfte nicht gut genug sein, um in der Bundesliga zu bleiben. Das müssen wir hier natürlich aber auch erstmal beweisen, dass wir besser sind. Tun wir aber 8 Spielminuten direkt das 1:0. Matanovic. Da kann man sagen, was man will. Das ist einfach gut und schnell gespielt. Schneider mit der Vorarbeit und Matanovic eiskalt. Schalke sucht hier aber direkt die Antwort und findet sie auch. Larsson, 11. Spielminute, 1:1. Ja, Offensive scheint wach zu sein. Defensive scheint noch im Tiefschlaf zu sein. Weil das hier ist wirklich viel zu einfach. Ein Pass und alles ist frei. Und es bleibt hier so. Defensiv sind wir noch nicht da. Wir suchen jetzt aber mal eine Antwort auf diese Offensivlauf der Schalker und tun das. Ricardo Pepi mit dem Treffer. 1:1. Mir fällt doch mal auf, wir sollten gleich mal die Nummern unserer Spieler bearbeiten. Stark gemacht hier. Scholz mit der Vorarbeit und Pepi dann ins lange Eck. Wunderbar. Und die nächste Chance lässt nicht lange auf sich warten. Matanovic. Bis zur Halbzeit bleibt es hier aber beim 2:1. Ich denke, durchaus verdient. Wir waren alles in allem besser. Schalke hatte aber auch eine sehr, sehr starke Phase. In Halbzeit 2 kommen dann aber direkt erstmal die Schalker wieder raus. Gut. Und wieder ist es Larsson, der hier den Treffer macht. 2:2. Alles wieder ausgeglichen. Wir suchen aber die schnelle Antwort. Kommen mit Matanovic. Wieder Scholz mit der Vorlage. Schon seine zweite. Macht ein gutes Spiel. Und Matanovic mit seinem zweiten Treffer. Wir sind wieder vorne. Und das muss auch unser Anspruch sein. Gut gemacht hier. Viel Platz zwischen den Ketten. Vorbei. Gut. Abschluss noch besser. Aber Schalke bleibt hier immer wieder gefährlich. Und gerade Larsson. Und Schalke wirft hier nochmal alles nach vorne. Ivusic ist zum Glück da. Und dann ist das Spiel hier aus. 3:2. Deutlich knapper. Deutlich knapper, als hätte hier sein müssen und sein sollen. Wir sind noch nicht perfekt in Form, nehmen aber 3 Punkte mit. Das ist hier für uns erstmal ganz, ganz wichtig. Eins unserer Top-Talente verlässt uns hier. Alessandro Fischer wird verkauft an Ajax Amsterdam. Eigentlich wollte ich ihn verleihen, aber ja, das Angebot, was dann kam, war so gut, dass ich gesagt habe, okay, er spielt auf der ZUM-Position, da hat er eh keine Schnitte, irgendwie jemals durchzukommen. Somit ist es, glaube ich, für uns und für ihn gut, dass wir ihn hier verkaufen.
Und auch Bright Echo Array MB verlässt uns hier. Ein Spieler, den wir geholt haben mit der Hoffnung, dass er sich gut entwickelt. Das hat er leider nie wirklich. Somit besser für uns, besser für ihn. Ich hab's angekündigt, wir werden noch einen Flügelspieler verpflichten. Das tun wir hier. Ihr kennt ihn. Er hat gerade gegen uns einen Doppelpack gemacht. Jordan Larsson schließt sich uns von Schalke 04 an. Und ihr denkt jetzt bestimmt, warum denn Jordan Larsson? 28, kein Talent mehr so richtig, ist ein Stürmer. Ja, aber man sieht's hier schon. Trainieren wir ihn um auf den rechten Flügel, geht er nochmal plus 1 hoch auf eine 79. Ist ein richtig guter Mann. 28 steht somit auch keinem dieser Talente, die wir nun mal haben, wirklich im Weg. Und ich denke, für uns genau der Richtige, will nur Rotationsspieler sein. Perfekt für uns. Spiel Nummer 2 in dieser Saison ist dann gegen Union Berlin. Die haben ihr erstes Spiel erstmal verloren. Hoffen wir, dass das zweite Spiel auch so bleibt. Wir simulieren das Ganze und wir verlieren. Mit 2:1, Matanovic zwar mit einem Treffer, aber das ist viel zu wenig. Und wieder sieht unsere Verteidigung gerade von der Bewertung her nicht wirklich gut aus. Einen weiteren Transfer könnten wir uns noch überlegen. Da bin ich aber nicht sicher, ob wir es tun sollen. Wir haben hier Kevin Schlotterbeck in der Innenverteidigung neben Stanisic. Stanisic natürlich überragend. Schlotterbeck mit einer 870 und 28. Ja, den kriegt man wahrscheinlich im Laufe der Karriere noch auf eine 80, denke ich mal. Aber mehr halt auch nicht. Auf der Bank haben wir halt nur Gächter, weil Neumann verkauft wurde. Das heißt, einen weiteren Innenverteidiger würde ich, denke ich, noch verpflichten. Jetzt stellt sich halt die Frage, holen wir jemanden, der Nummer 4 ist, hinter Gächter? Holen wir eine Nummer 3, der Gächter ersetzt? Holen wir vielleicht auch eine Nummer 2, die Schlotterbeck ersetzt? Das ist halt jetzt hier die Frage, was wir machen sollen. Und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Spieler, über die man da zum Beispiel nachdenken könnte, wären Tanguy Nianzou. Wie gesagt, bei Augsburg sieht man hier, den wissen wir ja schon, spielen in der zweiten Liga, also auch er natürlich deutlich zu gut. Könnte man holen. Ein anderer Spieler, den ich auch sehr, sehr interessant fände, wäre natürlich Malik Tchao zurückzuholen in die Bundesliga. Auch bei ihm sehr, sehr geil. Oder eventuell natürlich auch ein Amel Bella Kotschap, den habe ich hier noch nicht auf der Liste, den könnte man aber auch überlegen. Das wären halt aber alles Nummer 2 Optionen, die quasi Schlotterbeck ersetzen. Ist halt die Frage, ob man das machen will. Vielleicht habt ihr ja auch Vorschläge für vielleicht sowas. Ne? Na, wobei, das wäre nur so Nummer 4. Vielleicht muss ich mal gucken. Schreibt einfach mal rein, was ihr machen würdet. Ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal sagen, dass es das hier mit dieser Folge dann war. Nächstes Spiel dann gegen Borussia Mönchengladbach. Okay, Saisonstart, würde ich sagen. Ein Sieg, eine Niederlage. Aber klar ist auch, wir wollen nach ganz oben. Wir haben einen richtig guten Kader und wir haben höhere Ansprüche dieses Jahr. Da müssen wir mal gucken, wie sich das dann alles, ja, so ein bisschen verhält. Natürlich dann auch Europa League in der nächsten Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was das gibt. Und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es so ist, lasst gerne Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann lasst auch gerne ein Abo für den Kanal da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal hier einfach wieder in der Fußballzentrale.